Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Zensusgesetz 2021 mit der Drucksache 5275 aus 20. Und zur Einbringung bitte ich Frau Wallmann. Oh, da ist sie schon. Alles klar. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen sind bei ihren Entscheidungen darauf angewiesen, dass sie eine solide Datenbasis haben, auf die sie zurückgreifen können. Und schon die einfachste Frage, nämlich wie viele Menschen leben in Hessen oder in Deutschland, ist grundlegend für alle Planungen, beispielsweise für die Bildungsplanung, die Verkehrsplanung oder auch die Landesplanung. Und der Zensus liefert Daten, die wir für unsere Statistiken brauchen und eben aber auch vor allem für unsere politischen Entscheidungen. Und wir brauchen beispielsweise auch die bloße Bevölkerungszahl für die Einteilung der Wahlkreise, für die Fragen, wie viele Stimmen man im Bundesrat als Bundesland hat, für die Frage, welche Besoldungsstufe beispielsweise ein Bürgermeister hat und für auch nicht ganz unwichtige Fragen der Finanzen, nämlich beispielsweise für den Länderfinanzausgleich oder die Umsatzsteuerverteilung. Und diese Daten, die wir eben benötigen, liefert der Zensus. Er gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen hier leben und wie sie wohnen und wie sie arbeiten. Der letzte Zensus wurde, da wird sich der eine oder andere auch noch daran erinnern, im Jahre 2011 durchgeführt. Wir haben davor auf Zahlen zurückgeblickt aus dem Jahre für die neuen Bundesländer aus dem Jahre 1981, für die alten Bundesländer aus dem Jahre 1987. Und man hat die immer statistisch dann aufbereitet, hat aber festgestellt, dass das keine solide Zahlenbasis ist und es eben zu vielen Unzuverlässigkeiten kam. Und zudem sind wir auch durch eine EU-Verordnung aus dem Jahre 2008 verpflichtet, jetzt immer regelmäßig im Abstand von 10 Jahren neue Volkszählungen durchzuführen. Die eigentliche Zählung war für das Jahr 2021 vorgesehen. Und wie wir alle wissen, mussten wir das leider aufgrund der Corona-Pandemie verschieben auf das Jahr 2022. Und die öffentliche Verwaltung trägt am Ende die Hauptlast bei solchen Vorbereitungen. Deswegen ist es nur folgerichtig, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt ja auch aushelfen aufgrund der Pandemie in den Gesundheitsämtern, dass wir das verschoben haben. Wir haben das Ausführungsgesetz für den Zensus, der wie gesagt für das Jahr 2021 geplant war, im Jahr 2020 hier angenommen. Und durch die Verschiebung des Zensus ist es jetzt eben notwendig, dass wir ein neues Ausführungsgesetz hier heute behandeln müssen, in dem nicht nur die notwendigen zeitlichen Anpassungen vorgenommen werden, sondern natürlich auch Ergänzungen im datenschutzrechtlichen Bereich. Es handelt sich im Wesentlichen aber auch um organisatorische und reine verfahrenstechnische Regelungen. An der Methodik soll sich nichts ändern. Es wird wie beim Zensus 2011 ein registergestützter Zensus über die Bühne gehen. Das bedeutet, dass man primär auf bereits vorliegende Daten zurückgreifen wird. Das ist der Melderegister und auch die Daten der Bundesagentur für Arbeit. Das ist für Bürgerinnen und Bürger einfach, zudem auch kostengünstig und ein sehr sinnvoller Weg. Wir wollen natürlich außerdem aufgrund der Corona-Pandemie auf die persönliche Befragung durch Erhebungsbeauftragte verzichten. Da geht es dann um das Thema auch Callcenter. Und die Daten werden selbstverständlich anonymisiert ausgewertet. Inhaltlich wird es dieses Mal keine Erhebung der Religionszugehörigkeit geben, sondern man wird Bereiche und Merkmale im Bereich Nettokaltmiete, Leerstandsdauer und Leerstandsgründe abfragen. Das zeigt vielleicht auch die Bedeutung dieses Themas. Ich habe etwas zu den Vorarbeiten gesagt, die eben sehr wichtig sind und vor allem die Verwaltung ja auch belasten. Und aufgrund dieser Vorarbeiten ist dieses Ausführungsgesetz allbedürftig. Die Landkreise und kreisfreien Städte werden bereits im Sommer mit der Einrichtung der 33 Erhebungsstellen in unserem Land beginnen. Und deswegen bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wallmann, für die Einbringung des Gesetzes. Auch hier liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, wir überweisen den Entwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Hauptausschuss.